Guten Tag zusammen, auch von meiner Seite. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar. Mein Name ist Silas Jäger. Ich bin seit fast 4 Jahren bei der Firma SystemR tätig als Produktmanager für die Kältesysteme aus unseren Werken von Frankreich und Italien. Insgesamt bin ich in der Kältebranche unterwegs seit 10 Jahren und bin staatlich geprüfter Techniker für Kältetechnik. Zur Agenda von heute. Zuallererst mal möchte ich Ihnen zeigen, was ist die AC Cloud, warum braucht man die, für welche Kaltwassersätze können wir diese AC Cloud, also die Anwendung, verwenden, wie wird das Ganze ins Netzwerk eingebaut, den Aufbau der AC Cloud, also das Programm an sich, und dann habe ich noch ein kleines Praxisbeispiel für Sie, wie man das Ganze dann auch nutzen kann. Was ist die AC Cloud? Zuallererst mal, wir von Systemair stellen Kaltwassersätze her. Also wir sind Hersteller von Kälte- und Klimaanlagen, vom kleinen Splitgerät bis zur Großkälte, großen Kaltwassersätzen mit inwertergeregelten Schrauben und so weiter. Die AC Cloud ist eine webbasierende Anwendung, spezialisiert für Kaltwassersätze. Das heißt, wir können hier mit die Kaltwassersätze aus der Ferne steuern. Wir können Daten erfassen, auswerten, analysieren. Wir können damit die Wartung zum Beispiel, Wartungstermine bestmöglich einplanen, beziehungsweise auch vorbeugende Wartungen durchführen, sollte irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Kann man praktisch schon reagieren, bevor überhaupt das Ganze zu einer Störung kommt. Die AC Cloud ist für unsere SysAqua Kaltwassersätze. Wichtig ist hier immer die IP-Schnittstelle von den Regelungen. Es gibt verschiedene Benutzerebenen. Das ist je nachdem. Das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal in den einzelnen Folien drin. Gibt es verschiedene Zugriffsebenen. Ein Benutzer zum Beispiel, der ist hauptsächlich dazu da oder der hat die Freigaben, Daten eher auszulesen und die ganz Basic-Einstellungen zu machen, also den Kaltwassersatz über die Ferne aus- oder einzuschalten und den Modus umstellen. Die meisten Kunden werden den Servicezugang nutzen, also als Servicefreigabe. Dort haben sie praktisch die Möglichkeit, wie als würden sie vor der Anlage stehen, direkt auf den Regler zuzugreifen. Sie können Einstellungen machen, als würden sie vor der Anlage stehen. Sie ja, können sich verschiedene Reiter einrichten. Sie können verschiedene Grafiken sich ge gegenüberlegen oder nebeneinander legen, um somit sehr detaillierte Auswertungen machen zu können. Der Admin hat letztendlich nur noch die Freigaben, übergeordnete Einstellungen zu machen, wie automatische E-Mails und solche Funktionen. Die AC Cloud, zu welchen Anlagen wird sie verwendet? Die AC Cloud, die ich Ihnen heute vorstelle, ist für die SysAqua-Baureihe. Das sind unsere Kaltwassersätze, die wir so hauptsächlich vertreiben im kleineren Kaltwasserbereich. Das ist so zwischen 20 und 200 kW. Dieses Aquabaureihe, die gibt es entweder als Kaltwassersätze oder sind auch als Wärmepumpen erhältlich. Sie sehen auf der rechten Seite die verschiedenen Modelle. Insgesamt haben wir drei Baugrößen. Bei den drei Baugrößen müssen wir ein klein wenig aufpassen. Die Baugröße 1 und 2 benötigt eine IP-Schnittstelle, wenn wir dort die AC Cloud verwenden möchten. Und diese ist nicht standardmäßig in den Anlagen drin, sondern als Option erhältlich. Und die Baugröße 3, das sind praktisch die größten hier, die gehen ab 140 kW los bis 210 kW. Da ist es eben standardmäßig enthalten und kann auch jederzeit nachgerüstet werden. Dieses Aqua Blue ist unser neuester Kaltwassersatz aus der Baureihe. Dieser ist mit dem Kältemittel Propan. Und hier ist es so, dass die IP-Schnittstelle Standard enthalten ist und somit auch die AC Cloud jederzeit verwendet werden kann oder nachgerüstet werden kann. Das ist überhaupt kein Problem.
Gut, die AC-Cloud an sich, ich meine, das ist der Kaltwassersatz, der muss natürlich in ein Netzwerk eingebunden werden. Dort gibt es zwei Möglichkeiten, die wir verwenden können. Das ist zum einen die Anbindung in ein lokales Netzwerk. Dort wird praktisch über die IP-Schnittstelle in das Netzwerk von dem Kunden die Anlage mit integriert. Da muss natürlich dann das Netzwerk nach außen freigegeben werden. Das heißt, hier würden Sie die bauseitige IT benötigen, um das eben freizuschalten. Und dann können Sie über das Webprogramm auf den Kaltwassersatz zugreifen von der Ferne. Das ist leider nicht überall möglich oder auch einfach nicht gewünscht, dass man ins bauseitige Netzwerk mit eingreifen kann oder möchte. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, Ihnen noch ein G4-Modem mit anzubieten. Das sehen Sie hier oben rechts. Das ist eben, das können Sie vergleichen mit, wie wenn Sie mit dem Handy ins Internet gehen, letztendlich. Hier wird eine SD-Karte, also so eine Handy-SD-Karte eingelegt und eine mobile Verbindung aufgebaut. Und somit greifen Sie überhaupt gar nicht ins bauseitige Netzwerk mit ein. Und somit auch keinerlei Risiken oder Aufwendungen für die IT. Wie sieht das ganze Programm aus? Wie schon erwähnt, ist das webbasierend. Das heißt, Sie sehen das hier oben. Sie haben hier eine Adresse, die Sie eingeben. Sie können sich einloggen über eine E-Mail-Adresse. Die wird praktisch eingegeben, mit einem Passwort wird dann vergeben. Sie sehen die drei Hauptreiter. Das ist zum einen das Dashboard. Das ist die Grundansicht. Das heißt, hier haben Sie eine Karte. Je nachdem, wo Ihre Anlagen platziert sind, ist es dann begrenzt auf Deutschland oder auf Europa. Je nachdem, wie viele Anlagen Sie eben mit integriert haben. Dies dient zur Grobgliederung. Also wenn Sie wissen, Sie haben einen Kaltwassersatz in Karlsruhe stehen und einen in Heidelberg beispielsweise, dann sieht man das eben schon auf der Karte direkt, wo Ihr Kunde lokalisiert wird, damit Sie da direkt die passende Anlage auswählen können. Sie sehen auf Anhieb, wie viele Anlagen sind im Betrieb. Sie sehen anhand von dem roten Balken, ob es irgendwelche Störungen gibt oder Anlagen weggeschaltet wurden. Das ist das Dashboard an sich. Auf dem Dashboard haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, einmal mit der Übersicht zu arbeiten oder Sie können sich auch eigene Reiter hinzufügen. Ich habe hier jetzt mal eine hinzugefügt, Störungsprävention. Das zeige ich Ihnen gleich noch an einem Beispiel, wie das Ganze dann aussehen kann. Ich habe jetzt rübergeschalten in die Anlagenbedienung. Hier sehen Sie jetzt auf Anhieb, dass Sie verschiedene Möglichkeiten haben. Sie können zurück aufs Anlagen-Dashboard gehen. Die Datenpunkte sind sehr wichtig. Hier haben Sie eben die Möglichkeit, dass zum einen über das kleine Symbol mit diesem kleinen Stift, das sind all die Werte, die verändert werden können. Ja, das heißt, abhängig von Ihrem Login-Freigaben, also wenn Sie sich als Benutzer einloggen, haben Sie natürlich andere Freigaben zum Verstellen, als wenn Sie sich als Servicetechniker anmelden. Dann haben Sie natürlich viel weitere und tiefgehendere Einstellmöglichkeiten. Sie sehen hier natürlich, wenn Alarme auftreten, dass man praktisch den Alarm an sich, man sieht die Beschreibung von dem Alarm, wann ist er aufgetreten, man sieht einen Screenshot von sämtlichen Werten. Ich denke, das ist eigentlich gängig. Der Webzugriff, der ist sehr besonders. Wenn Sie den anklicken, dann geht praktisch eine Anzeige auf. Das ist wie das Terminal an sich, als würden Sie vor der Anlage stehen. Das heißt, Sie können da reingehen, Sie können dort das Passwort eintippen. Alles so, als würden Sie vor der Anlage stehen. Sie sehen die Historie, falls irgendwelche Alarme aufgetreten sind, die bereits quittiert wurden. Sie können ein Zeitprogramm hinterlegen, beziehungsweise auch die Anlageneinstellung vornehmen. Das ist so die Hauptbedienebene. An den kleinen Graphen hier, das sind all die Werte, die aufgezeichnet wurden. Das sehen Sie, sie sind eigentlich überall aufgezeichnet. Und
Das Ganze, wenn man das anklickt, sieht es zum Beispiel so aus. Hier habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht. Sie sehen hier oben das Zeitfenster, ist jetzt eine Stunde vorausgewählt. Da kann man einen Tag, eine Woche oder ein Jahr auswählen. Dementsprechend kleiner wird dann das Fenster. Durch Anklicken des Fensters können Sie gewisse Bereiche rein- oder rauszoomen. Sie sehen hier auf der linken Seite immer ein kleines Lineal. Das heißt, wenn Sie mit dem Cursor hier nach rechts und links fahren, werden dort dementsprechend die Werte angezeigt. Und das Faszinierende an der AC Cloud ist jetzt, dass man diese Graphen nehmen kann. Das zeige ich Ihnen auch gleich noch an einem Praxisbeispiel und sie eben beliebig miteinander kombinieren kann und gegenüberstellen kann. Also es ist eigentlich egal, was Sie überprüfen möchten oder auswerten möchten, ob Sie jetzt die Heißgastemperatur wollen oder die Überhitzung, die Drücke abhängig der Außentemperatur, also sämtliche Werte und Einstellungen, die an der Anlage gemacht werden und werden hier aufgezeichnet und sind somit auswertbar. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was sind denn so die Hauptdatenpunkte, die ausgelesen werden können? Klar, das sind die Basics, der Modus, die Sollwerte, die kann man auslesen, auch verstellen, die kann auch der Betreiber verstellen. Man sieht die sämtliche Temperaturwerte, die Wasservorlauf- und Rücklauftemperaturen. Die Last ist praktisch die Anforderung der Anlage. Das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine sehr hohe Anforderung, Last sind 100%. Leistung ist das, wie dann letztendlich auch die Anlage läuft. Also das eine ist, wie stark wird die Anlage angefordert, also die Last, und die Leistung ist die Rückmeldung. Wie läuft denn die Anlage? Es kann ja zum Beispiel sein, Sie brauchen viel Kälteleistung, aber weil Sie im Nachtmodus sind oder einen Lastabwurf zum Beispiel eingestellt haben, dass sie eben nur die Hälfte der Leistung bringen kann. Und dort könnte dann zum Beispiel die Abstufung kommen. Sie sehen Werte zu den Verdichtern, zu den Expansionsventilen. Sie können Betriebsstunden auslesen, Ventilatoren von Pumpen. Und die Vorteile hier liegen ganz klar auf der Hand. Wenn Sie jetzt zum Beispiel wissen möchten, okay, mein Kaltwassersatz in der Sommerzeit, wie lief er denn vor einem halben Jahr im Sommer, weil Sie jetzt zum Beispiel noch ein Lüftungsgerät nachmontieren oder noch mit anschließen möchten, was ebenfalls eine Kältelast hat, so können Sie auswerten, okay, da ist noch Platz, ich kann noch etwas mit anhängen oder der Kaltwassersatz ist vielleicht auch schon überlastet oder all die Sachen, die können Sie praktisch gegenüberstellen, wie Sie das letztendlich möchten. Wie kann sowas denn aussehen als Praxisbeispiel? Sie sehen jetzt hier, ich bin wieder zurück auf dem Dashboard und habe mir hier einen Störungspräventionsreiter angelegt. Sie sehen die Zeiten von dem Kaltwassersatz, wie sie jetzt hier aufgezeichnet wurden. Jetzt vor wenigen Tagen, relativ wenig im Betrieb gewesen. Ich habe jetzt hier zwei Fenster drin. Das ist zum einen den Wasserdurchfluss überprüfen und zum anderen den Hochdruck vom Kältekreis 1 habe ich jetzt hier einfach mal aufgeführt. Und da sehen Sie eben, dass Sie eben wenn Sie jetzt den Hochdruck zum Beispiel auswerten möchten, da können Sie die Werte reinnehmen, welche auch immer Sie möchten. Sie können die Stufe vom Ventilator reinnehmen. Sie können abhängig der Außentemperatur zeigen, wie war denn der Verflüssigungsdruck oder die Heißgastemperaturen. Sie können jetzt hier, wenn Sie wollen, noch die Überhitzung mit dazu oder sämtliche Werte, die letztendlich aufgezeichnet werden, können Sie hier zusammen kopieren und überlappend dann auch auswerten. Ein schönes Beispiel ist der Wasserdurchfluss. Das habe ich jetzt mal ein bisschen näher ausformuliert. Und zwar haben wir bei unseren Kälteanlagen, geben wir mal vor, okay, wir brauchen einen gewissen Wasserdurchfluss, also eine gewisse Rate von Wasser, die durch den Kaltwassersatz durchgefördert werden. Und das kann man, also klar kann man das messen, aufwendig, aber wenn man eine leichtere Möglichkeit wissen möchte, um das auszuwerten, kann man die Abkühlung des Wassers bewerten. Das heißt, wenn man jetzt das hier mal ein bisschen näher ranzieht, Sie können diesen Graph, den ich eben hatte, auch mit Rechtsklick exportieren in ein eigenes Fenster, das sehen Sie hier oben. Und in diesem eigenen Fenster haben Sie jetzt auch wieder die Möglichkeit. Sie können hier mit dem Lineal hin und her fahren, wie Sie das möchten. Sie können den Wasserdurchfluss prüfen von vor einem Jahr. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, habe ich angezeigt, zum einen, wie wurde die Anlage betrieben,
Sie sehen die Leistung, also die tatsächliche Rückmeldung des Kaltwassersatzes, in wie viel Leistung hat sie gebracht. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Kaltwassersatz mit 4 Verdichtern gewesen. Und Sie sehen die Abkühlung, also die Wassertemperaturdifferenz ist Delta T über die Anlage zwischen Wassereintritt und Wasseraustritt. Und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit abzulesen. Wir wissen, dass die Abkühlung immer zwischen 3 und 7 Kelvin ist die Vorgabe von unseren Installationsanleitungen, auch im Auslegungsprogramm. Und wenn Sie hier die Abkühlung bewerten möchten, dann können Sie einfach schauen, okay, Sie sehen jetzt hier, der Kaltwassersatz lief in 100%. Wir haben eine Abkühlung von 3 Kelvin. Also sehen wir, okay, der Wasserdurchfluss ist sehr, sehr gut. Er ist sogar schon fast so gut, dass wir sagen, okay, wir sind schon am unteren Limit. Also hier könnte man sich überlegen, die Pumpe noch ein wenig die Drehzahl zu reduzieren, um zum Beispiel Energie sparen zu können. Natürlich muss dazu gesagt werden, dass bei verschiedenen Außentemperaturen der Kaltwassersatz mal mehr oder mal weniger Leistung bringt, aber das ist als ungefähre Bewertung, wie der Kaltwassersatz läuft, ist das genau genug. Gut, das war jetzt vor wenigen Tagen. Wie sieht denn das Ganze aus vor einem halben Jahr? Zum Beispiel, Sie hatten im Sommer Probleme mit dem Wasserdurchfluss. Dann sehen Sie jetzt hier, ist eine Verbesserung aufgetreten. Sie könnten einem Kunden zum Beispiel nachweisen, okay, lieber Kunde, die Anlage ist auf Störung gegangen. Sie können sich ganz genau die Graphen darlegen lassen. Sagen hier, der Wasserdurchfluss, die Abkühlung war zu stark bei so und so viel Auslastung der Anlage. Wir haben zum Beispiel den Schmutzfänger gereinigt und seitdem ist es besser. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich habe jetzt hier irgendwann im Juli eine von der gleichen Anlage das Ganze nochmal rausgezogen. Hier sehen Sie auch wieder eine Momentaufnahme. Da liegt die Anlage mit 100% und hier hatten wir eine Abkühlung von 5,5 Grad. Also sehen Sie, okay, in dem Moment war der Wasserdurchfluss ein klein wenig schlechter. Also entweder wurde die Pumpendrehzahl verändert, was man auch wieder auswerten kann, oder es wurde der Schmutzfänger verändert, gereinigt zum Beispiel. Ja, und somit können Sie es auch Ihren Kunden plausibel darlegen, okay, das war das Problem vorher, wir haben etwas unternommen, wir haben das Ganze behoben. Sie können das Ganze auch präventiv betreiben. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Kaltwassersatz frisch in Betrieb nehmen, da wurde montiert, das Rohrsystem zum Beispiel wurde jetzt nicht richtig gereinigt. Sie sind dort zur Inbetriebnahme. Sie wissen genau, wenn Sie eine Inbetriebnahme machen, dann sind Sie vielleicht 1 oder 2 Tage vor Ort und dann fahren Sie weg. Und wie ist es normal im Wasserkreislauf? Ist es durchaus üblich, dass sich dann Schmutz erst innerhalb von 3, 4, 5 Tagen im Schmutzfänger sammelt. Das heißt, in dem Moment, wo Sie dort waren, eine brandneue Anlage in Betrieb genommen haben, ist alles super. Aber durch die bauseitige Installation, wenn dort Verschmutzungen sind oder es nicht richtig gereinigt wurden, setzt sich der einfach zu. Und Sie kriegen eine Störung. Und so können Sie Ihrem Kunden sagen, okay, lieber Kunde, schauen Sie, als wir hier waren, war alles gut. Sie sehen, Sie können den Wasserdurchfluss überprüfen und können daran ableiten, okay, vielleicht müssen wir jetzt 2, 3 Mal den Schmutzfänger reinigen, damit eben die Anlage sauber betrieben werden kann. Und somit kann man ganz genau ein Problem definieren. Und das mit dem Wasserdurchfluss, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das können zum Beispiel Kältemittellekagen daran festgestellt werden. Sie können frühzeitig erkennen, zum Beispiel, Sie wissen, in 3 Wochen ist das Sommerhoch in Deutschland. Da können Sie sich vorher mal kurz auf die Anlage schalten, schauen, okay, bei der Außentemperatur, wie hoch ist denn aktuell zum Beispiel der Hochdruck, wie ist die Heißgastemperatur und können somit schon, bevor eine Störung auftritt, reagieren, zu sagen, lieber Kunde, wir müssen hierher, wir müssen eine Wartung durchführen, damit eben Ihre Anlage gar nicht auf Störung geht. Und so kann man natürlich zum einen Energie sparen ohne Ende, zum anderen natürlich dafür sorgen, dass Ihr Kunde auch dementsprechend zufrieden ist. Sie können zum Beispiel nachweisen, okay, die zweimalige Wartung reicht bei Ihnen nicht, weil bei Ihnen ein zu großes Schmutzaufkommen ist, zum Beispiel für den Verflüssiger, der setzt sich zu schnell zu. Und somit auch dem Kunden klar mit Graphen darlegen, okay, bei Ihnen ist es nun mal notwendig, 3 Wartungen im Jahr zum Beispiel durchzuführen.
Und somit, das ist praktisch der Sinn der AC Cloud, dass man eben das Ganze auch nicht nur eine Momentaufnahme vor Ort, vor der Anlage machen kann, sondern man kann schon von der Ferne, zum Beispiel wenn eine Störung auftritt, bevor Ihr Techniker jetzt rausfährt zum Kunden, sich die Anlage anzugucken, kann er sich mal draufschalten und kann ungefähr abschätzen, woran könnte das Problem liegen. Ist es denn wasserseitig? Ist es im Kältekreislauf und kann dann gegebenenfalls direkt Materialien mitbringen. Dafür ist die AC-Cloud da. So, das war es auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick dafür bekommen, wie die AC Cloud funktioniert, wie das Ganze aufgebaut wird, wie die einzelnen Vorteile sind und was man daraus alles als Nutzen ziehen kann. Wenn Sie noch Fragen haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die nochmal im Fragen- und Antwortbereich zu stellen. Oder wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, dann können Sie mich gerne direkt kontaktieren unter silas.jaeger@systemair.de. Oder eben unsere Technikabteilung oder die Ansprechpartner generell, die Ihnen ja schon bekannt sind. Gängige Fragen oder Fragen, die schon mal aufgekommen sind, um Ihnen noch ein klein wenig Zeit einzuräumen zum Schreiben, wäre zum Beispiel die Frage: Kann man denn die AC Cloud nachrüsten? Ja, man kann die AC Cloud nachrüsten, das geht auch relativ einfach. Das heißt, bei Anlagen, die schon eine IP-Schnittstelle enthalten haben. Dort kann man ganz einfach das Netzwerk aufbauen, vielleicht auch nur mit diesem G4-Modem, dass man sagt, okay, man nimmt das jetzt mit rein. Die Laufzeit, da können wir ihn auch vielleicht nur 3 Monate machen. Und das zum Beispiel zur Fehlersuche von sporadischen Fehlern, das heißt ein Fehler, der immer dann auftritt, wenn Sie nicht vor Ort sind, um den eben zu finden. Dafür ist dann die AC Cloud auch wahnsinnig hilfreich und einfach durch die Speicherung der verschiedenen Datenpunkte. Und das ist eben auch möglich, sobald Sie eine IP-Anschlussmöglichkeit bei unserem Kaltwassersatz mit drin haben. Bei den großen ist er Standard oder das ist Aqua Blue. Bei den kleineren ist das, wenn Sie die Option mitgenommen haben, jederzeit möglich. Eine andere Frage, die auch schon kam, wäre zum Beispiel, ob man denn eine automatische Mitteilung generieren kann, wenn es ein Kaltwassersatz auf Störung geht. Das heißt, Ihr Servicetechniker mit Rufbereitschaft zum Beispiel bekommt automatisch eine E-Mail zugeschickt mit dem Alarm, mit der Alarmmeldung. Auch das ist möglich. Das kann man den Admin-Funktionen kann man das einstellen. Eine E-Mail-Adresse hinterlegen oder auch mehrere, wo dann eben so eine automatische E-Mail generiert wird. Okay, sind denn zurzeit noch Fragen reingekommen? So, sehr gut. Vielen Dank erstmal, Silas, für den Vortrag und für das Online-Seminar und dass du uns die AC Cloud näher gebracht hast. Wir haben noch eine Frage, aber die hast du eben selbst beantwortet. Welche Meldemöglichkeiten gibt es für die Fernüberwachung beim Alarm der AC Cloud bei der Anlage? Okay. Oder es wird ja per E-Mail versendet und kann man mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen. Gut, Sehr ansonsten waren schön. keine Fragen. Erstmal, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und auch nochmal bei dir, Silas, vielen Dank für den Vortrag. Die E-Mail-Adresse ist nochmal hinterlegt für weitere Fragen. Falls nochmal was im Nachgang kommen sollte oder irgendwelche Sachen offen sind, können Sie gerne jederzeit auf uns zukommen. Oben ist auch nochmal der Link von der AC Cloud, wie Sie dort hinkommen und was dort enthalten ist. Da sind auch ein paar Infos hinterlegt. Gut, vielen Dank. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Vielen Dankeschön. Dank.